Die finale Welle und Planetenparade. Wir gehen jetzt in eine finale Welle, in der die kosmischen Kräfte unseren Lichtkörper aktivieren, sodass dieser wie eine Antenne Signale aus dem Kosmos empfangen kann. Und das geht stufenweise vonstatten und wir erreichen dabei jetzt eine neue Dimension. Und die Signale, die uns gesendet werden, die werden von unserer Zirbeldrüse übersetzt, sodass unser Bewusstsein sich noch mehr weiten kann. Und das ist jetzt besonders wichtig, da in den kommenden Wochen starke und ganz einzigartige Signale gesendet und kosmische, ja, ich würde wirklich sagen, Mega-Ereignisse stattfinden werden. Und an dieser Stelle sei einmal gesagt, dass die dunklen Kräfte natürlich seit einiger Zeit versuchen, mit aller Macht uns davon abzulenken. Und sie können uns nur ablenken. Sie können das nicht verhindern. Sie können aber unsere Aufmerksamkeit versuchen, davon wegzunehmen. Und das gelingt ihnen sogar relativ gut, denn sie setzen recht auffühlende Ereignisse ein in einer Welt der Illusion. Also sie kreieren eine Illusionswelt, in der sie diese Szenarien aufzeichnen. Und wir konsumieren das über Medien, wenn wir uns das anschauen. Von daher ist es sehr wichtig, sich das bewusst zu machen, dass es Ablenkungsmanöver sind. Und zum anderen werden natürlich auch seit Jahrzehnten Stoffe eingesetzt, mit denen man unsere Antennen, sprich unseren Lichtkörper, schwächen oder blockieren möchte. Und diese Stoffe, die werden uns über alle möglichen Wege zugeführt. Also über Umweltverschmutzung in dem Wasser oder Luftverschmutzung oder natürlich auch Fehlernährung mit künstlichen Zusatzstoffen im Essen, mitunter auch Medikamente. Und somit ist es besonders wichtig, dass wir darauf achten, uns so natürlich wie möglich zu ernähren. Oder so natürlich wie möglich zu leben, viel Zeit in der Natur zu verbringen, um eben ein möglichst schadstoffarmes Leben hier zu führen. Und damit eben auch unsere Zirbeldrüse unterstützen, sodass die wieder aktiviert werden kann. So, jetzt aber erstmal zum kosmischen Mega-Ereignis, das uns erwartet. Beziehungsweise im Grunde genommen haben wir eine Reihe von kosmischen Ereignissen in der Vergangenheit schon gehabt, aber jetzt auch in der Zukunft. Und da werden einige Geschütze aufgefahren. Und dass das so ist, das können wir auch in dem Spiegel sehen. Denn in dem Spiegel der Illusion werden im Moment auch schwere Geschütze aufgefahren. Das ist aber wieder nur die Welt der Illusion. Sie spiegeln das, was tatsächlich im Kosmos stattfindet. Und wenn ich dann von den kosmischen Geschützen spreche, dann geht es dabei um Schutz, um kosmischen Schutz. Und diese Ereignisse oder Geschütze sind zum Beispiel Finsternisse, sich öffnende Portaltore, Sonnenwenden, besondere Konjunktionen oder sogar Planetenparaden. Ja, und eine ganz besondere Planetenparade möchte ich jetzt schon mal ankündigen, die sich am 24. Juni 2022 ereignen wird, also 3 Tage nach der Sommersonnenwende. Und die Sonnenwenden generell bringen ja immer eine Energie des Wandels um 180 Grad in unser Feld. Und es dauert immer ungefähr 3 Tage, bis diese Energie von der Sonne vollkommen auf der Erde ankommt. Und wir können das ganz besonders gut beobachten, zum Beispiel zur Wintersonnenwende, die am 21. Dezember stattfindet. Und 3 Tage später feiern wir die Rückkehr des Lichts oder die Geburt von Jesus. Und das gleiche Phänomen haben wir auch im Sommer, denn da ist der 24. Juni der Feiertag, den wir den Johannistag nennen. Und wir feiern dann die Geburt von Johannes dem Täufer. Und interessant ist, dass in den Essener-Schriften zum Beispiel steht, dass der Täufer Jesus ist. Also es wird immer nur von einem Täufer gesprochen.
Das heißt, wir feiern im Sommer im Grunde genommen das gleiche Fest wie im Winter, weil es dann natürlich auf der Erde genau umgekehrt ist. Hier in Neuseeland haben wir jetzt im Juni die Wintersonnenwende und im Dezember die Sommersonnenwende. Und immer feiern wir die Rückkehr des Lichts, einmal auf der Nordhalbkugel und einmal auf der Südhalbkugel. Und das Besondere in diesem Jahr ist, dass genau an diesem Tag, dem 24. Juni, also dem Tag des starken Wandels, eine der größten Planetenparaden stattfindet. Planetenparaden sind kosmische Ereignisse, bei denen von der Erde aus betrachtet Planeten in einer Reihe stehen. Also man muss dazu sagen, dass die Planeten nicht wirklich in einer Reihe stehen, aber wir aus unserer Perspektive der Erde, für uns sieht es so aus, als ob die Planeten in einer Reihe stehen. Mitunter sind es drei Planeten in einer Reihe, manchmal können es auch vier Planeten in einer Reihe sein und relativ selten sind es fünf oder sechs Planeten und ganz selten sind alle sieben Planeten unseres Sonnensystems in einer Reihe zu sehen. Aus der Perspektive der Erde. Und es wurde schon beobachtet, dass zu diesen besonderen Planetenparaden auch auf der Erde oftmals besondere Ereignisse stattfinden, wie zum Beispiel der Mauerfall, der kurz nach einer Planetenparade stattfand. Ja, und am 24. Juni können wir nun wieder eine Planetenparade betrachten, bei der alle sieben Planeten unseres Sonnensystems in einer Reihe stehen. Also Merkur, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Neptun und Uranus. Die beiden letzten sind dabei jedoch nur mit Fernglas zu sehen. Und somit ist das Ganze eine Art kosmisches Zeichen, welches uns auf der Erde gesendet wird von den Planeten unseres Sonnensystems. Und zudem reiht sich der Mond in gewisser Weise ein, indem er von einem Planeten zum anderen wandert. Ja, und wie gesagt, diese Konstellation der sieben Planeten in einer Reihe von der Erde aus zu sehen, ist sehr selten. Aber dass das auch noch genau auf den Tag fällt, an dem die Sonnenwendenenergie auf die Erde trifft, ist absolut einzigartig. Ja, und die Botschaften, die damit gesendet werden, die können wir eben mit unseren Antennen, also mit unserem Lichtkörper empfangen. Und darum geht es in diesen Zeiten, dass wir die kosmischen Zeichen sehen und uns für die Botschaften öffnen und diese empfangen. Und in der Kosmischen Universität werden dafür sicherlich noch weitere Videos oder auch Meditationen veröffentlicht werden. Und eines, das jetzt zum Beispiel auch sehr gut in dieses Thema passt, ist die Chakra-Aktivierung, bei der es zum einen um die sieben Hauptchakren geht, die natürlich mit diesen sieben Planeten in Verbindung stehen und die jetzt aber eine Art Bewusstseins-Upgrade erfahren, dass sich noch weitere Chakren in unserem System befinden, insbesondere auch die, die nach oben ausgerichtet sind zum Kosmos. Also das Kausalchakra, das mit dem persönlichen Mond oder mit dem Mond verbunden ist. Dann auch ein Sonnentorchakra oder Sternentorchakra, das mit der Sonne und generell mit den Sternen verbunden ist. Oder auch die Verbindung direkt zur Quelle hält. Und wenn wir auf der Erde sehen, dass Planeten sich in einer Reihe aufreihen, dann weist das auch immer darauf hin, auf eine kosmische Ordnung. Und das ist es, was jetzt wieder hergestellt wird. Eine göttliche Ordnung. Und wir erhalten dabei ein Bewusstseins-Upgrade und eine Energieanhebung. Alles wird synchronisiert. Und wenn du mehr darüber erfahren möchtest, dann abonniere gerne meinen Kanal. Es werden hier noch weitere Informationen veröffentlicht. Oder ich kann dir auch an dieser Stelle gerne das Video empfehlen über den Synchronisationsstrahl oder die 12 Chakra-Aktivierungen. Alles Liebe!